Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Schwarz 2 Randomizer Nuzlocke Challenge. Heute kommt der Part mal ein bisschen später, weil ich bis gerade eben noch weg war. Also bis gut 18 Uhr. Und deswegen bin ich ja nicht zum Aufnehmen gekommen und deswegen kommt der Part heute ein bisschen später. Aber naja. Also hier nochmal der kurze Blick ins Team. Jedes Mal, es gibt ja Leute, die gucken nur. Die gucken nicht von Anfang an. Jeder Geschwindigkeit, wie schnell der Arm leuchtet. Boom. Mit Attacken. Man kann ja pausieren, wenn es einen interessiert. So. Dann gehen wir mal weiter. Also ich glaube, ich gehe mir jetzt erst ein Pokémon fangen, bevor ich... Obwohl... Ja, mal gucken, was es da gibt. Ich muss ja nicht trainieren. Mal vorbeigucken. War das jetzt? Ich gehe erst mal ins Pokémon Center. Gibt es hier eigentlich noch Trainer? Weiß ich gar nicht. Ich gehe jetzt erstmal ins Pokémon Center und dann laufe ich da mal hin. Na 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 na. In diesem Part könnt ihr übrigens immer noch sagen, ob ich schneller machen soll oder nicht. Hat ja letztes Mal einfach kein Mensch gesagt, geschrieben, kommentiert und so. Ich freue mich übrigens immer über Kommentare. Ich denke mir dann so, wow, jemand kommentiert und yeah, ich freue mich so. Deswegen mag ich Kommentare. Dann sehe ich auch, dass die Leute das auch geguckt haben. Ja, dann sehe ich das. Ja, ich will Limonade. Gib mir Limo. Limonade kam ja raus. Ja. Kann manchmal auch passieren, dass hier einfach zwei rauskommen. Weil die Chance ist unglaublich gering. Und ich habe irgendwie immer das Bedürfnis, Mülleimer anzusprechen. Ich bin überrascht, dass ich das gerade eben noch gar nicht gemacht habe. Außerdem renne ich hier immer gerne Leute rein. Es gibt nämlich manchmal welche, die bleiben dann an einem hängen und dann kann man mit denen sprechen und so. Was? Hä? Oh! 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 Danke. Das war random. Hä? Oh Mann. Ja, das ist leise. Halt, stopp! 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 Das ist mir zu viel auf einmal. Sei bitte leiser. Oh scheiße, hier sah die ja ganz anders aus. Ich habe privat ja meistens, also ich habe als festen Spielstand ja eigentlich Weiß 2. Schwarz 2 habe ich auch, aber Weiß 2 spiele ich nicht so viel. Schwarz 2 habe ich auch, aber Schwarz 2 spiele ich nicht so viel, aber also kenne ich das eher wie es in Weiß 2 aus und Weiß 2 ist einfach viel cooler, das ist keine Stadt. Sondern nur Ruinen und what the fuck? Wieso hast du Zekrom? Geh weg, Zekrom. Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein, nicht Drachenwut. Oh scheiße. Mist. Setz jetzt bloß nicht Drachenwut ein. Bloß nicht. Keine Drachenwut. Begrenzer, ja gut, danke. Danke. Bin ich jetzt schneller als du? Ich meine, dein Ende ist gerade gesunken. Komm schon. Ja, Gefrierer, du bist schnell genug. Gut, Eissturm. Eissturm, Zekrom. Ich ziehe die ganze Zeit an mein Mikrofon. Das liegt ein bisschen ungünstig hier gerade. Und mein Headset-Mikro. Jetzt ist die Drachenwut auch egal. Jetzt bist du eh Geschichte, Zekrom. Hier, Pulverschnee in dein Gesicht. Tschüss, Zekrom. Das ist nicht sogar schon das zweite Zekrom, das die Gegner haben, das halt die NPCs haben. Da hat wohl jemand gehackt. So, Level 17. Das wird eigentlich zwei Level abgeben, oder? Ja, Level 18. Ist noch so in die Hälfte? Ja. Genau die Hälfte, so Shadrago, also ein Drachentrainer. Allerdings habe ich irgendwie, ich weiß nicht, wie ich, wieso, nicht so Lust, Gefrierer weiter draus zu lassen. Ich hole mal G-Schnegge. Weil G-Schnegge ist. Wieso habe ich es nur so genannt? Naja, ich muss ja keinen. Ja, egal. So, jetzt kann ich ja nochmal gucken, ob es eine gute Kraftreserve ist. Kraftreserve Drache. Komm schon. Aha, also entweder ist es jetzt eine Kraftreserve Feuer, eine Wasser. Pflanze kann es nicht sein. Also Feuer, Wasser,
Was ist noch gegen schwach gegen Elektro? Nee, Elektro kann es auch nicht sein. Jetzt könnte Feuer und da Wasser sein. Hm, egal. Oh Gott, Biss, ich habe solche. Hey! Hey! Danke! Geht doch. Das ist zu wenig Schaden. Hör auf, die Schnecke zu beißen. Ich weiß nicht, wie viel Schaden das war. Ich glaube, ich sollte heilen. Das erscheint mir schlau. Ich mag es nicht, wenn dann am Anfang solche Drachentrainer begegnen. Gegen Ende habe ich da kein Problem mehr mit, aber so am Anfang habe ich da nicht so viel Bock drauf. So. Flammbombe, lieber. Ich will kein Risiko eingehen. Geh weg. Los. Puh. So, was. Jetzt muss ich mir aber noch was fangen. Den setze ich da nach vorne. Ich hoffe mal, die Route ist nicht allzu fies. Gleich springen wir Mewtwo ins Gesicht. Oder Mew. Oder wildes Giratina. Oder noch ein Dialga. Armleucht ist am schlechtesten gelevelt. Das ist merkwürdig. Wildes Pokémon. Wildes Pokémon. Und Ambidiffel. Okay, bin ich mit einverstanden. Ambidiffel ist cool. Wie schwäch ich es. Smog. Habe ich überhaupt Pokebälle? Habe ich überhaupt Pokebälle? Ja, okay. Ich habe Flottball gehabt, verdammt! Den hätte ich benutzen können. Och, Mann. Mann. Soll ich mir fürs nächste Mal merken, ich habe Flottbälle. Ich habe Flott... Willst du mich eigentlich verarschen, Ambidiffel? Willst du mich eigentlich verarschen? Komm schon, Armleuchte, du musst auch irgendwann mal treffen. Auch wenn Ambidiffel einfach die ganze Zeit diese Scheiße spammt, oh Gott. Oh. Wollt ihr mich hier eigentlich verarschen? Smog. Wieso bist du nicht vergiftet? Nein, hör doch auf. Das nervt doch nur. Mann. Hör auf, Staffette einzusetzen. Ich will das nicht. Das sollst du auch nicht. Du musst doch was anderes auf dem Nase, Staffette, Sandwirbel und Erstauner. So, jetzt seid vergiftet. Los. Ich wollte mich doch verarschen. Ich werfe jetzt einfach einen Ball. Einen Superball. Das wird doch funktionieren. Bestimmt. Bei einem Ambidiffel. Bei einem voll entwickelten Pokémon funktioniert das bestimmt. Ja, ich meine ja auch. Auch in einem. Okay, einen Erstauner sollte ich noch durchhalten. Superball. Okay, ich sollte wechseln. Ich wechsle jetzt auf. Kannst du dafür richtige Attacken? Du kannst ja auch Smog. Gut, dann du. Viel Spaß. Schwäche du dieses Ambidiffel. Da bringt der Erstauner wenigstens nicht so viel. So. Und du bist nicht so hier. Ach, du bist nur Rutenschlag, toll. Und du bist nicht so was ist die Trefferchance von Smog? Huch, hat mich verdrückt. Nein. Mann, jetzt fängt er auch noch an. So, was für eine Trefferchance hat Smog? Hä? Hab ich das hast du woanders hingelegt? Okay, ich bin verwirrt. Ich hab die doch da, oder? Nein, anscheinend nicht. Wo wird die Taste dann? Ah, jetzt ist es vergiftet. Okay, dann... Ich werde gar nicht drüber nachdenken. Ich werde jetzt einfach Pokebälle werfen. Pokeball! Und da bleibt es jetzt. Da bleibt es jetzt am besten noch drin. Im Pokeball. Nicht im Superball, sondern im Pokeball. Ich wollte mich schon wundern. Wäre sehr merkwürdig gewesen. Dadurch, dass es jetzt vergiftet ist, muss ich mich aber auch beeilen, es einzufangen. Sonst stirbt es mir noch weg. Pokéball. Komm schon. Das wird schon. Irgendwie. Eins. Zwei. Drei. Vier. Ja. Okay, am Wiedersehen. Jetzt brauche ich mich nicht mehr aufzuregen. Jetzt kann ich es endlich haben. So, also dann, was könnte ich jetzt machen?
Es ist mit beiden Schülern so geschickt, dass ich seine Hände nur selten brauche. Welche Hände? Das sind keine Hände. Das sind Stummel. Okay, wie nenne ich Ambidiffel? Verdammt, wie nenne ich den? Ich beziehe mich jetzt einfach mal auf den Pokémon-Anime. Ich gucke dir nicht das Kacke. Und nenne es Capnapper. Weil es im Anime immer Ashs Kappe geklaut hat. Ich habe den früher mal geguckt, deswegen weiß ich das. Capnapper. Und außerdem fällt mir gerade kein Name ein. So, heilst du mich? Nein? Okay, das ist ungünstig. Heilt ihr mich? Nein? Okay, das ist ungünstig. Capnapper, wie sind denn deine Werte? Hastig. Was war hastig? Init hoch, Verteidigung runter. Bin ich mit einverstanden? Mitnahme. Gefällt mir. Du kannst auch sicher eine coole TM lernen. Ich habe schon wieder vergessen, welche TMs wir eigentlich haben. So, du kannst... Nee. Nein. Das bringt eh nichts so an der Level, wie wir sind. Muss ich hier noch jemandem scheiß Zerschneider beibringen? Ja, ne? Okay, Capnapper, du lernst jetzt Zerschneider. Warum muss ich dich so verstümmeln? Naja, egal. Besser als Erstauner. Vor allem, weil Stab und so. So, damit ich nach heilen will. Was für Arschlöcher. Will ich jetzt einfach mal durch die ganze Stadt rennen, um mich zu heilen, weil ich habe ja sonst nichts Besseres zu tun. Fahrrad. Wieso bin ich nicht vorhin schon mit dem Fahrrad gefahren? Ich komme mir gerade ziemlich blöd vor. So. Hier sind ja nicht nur Pokébälle drauf. Hier könnte man super Werbung anbringen. Irgendwie Werbung für Game Freak. Oder Nintendo. Boah. Jetzt? Hm? Boah, jetzt? Hm, hier. Oh yeah. Ich bin noch nicht immer... Wieso bin ich so blöd, um durch so eine Scheißtür zu fahren? Warum? Mann, ich komme mir so dumm vor. Ich komme mir einfach so dumm vor. Mann. So. Naja. Egal. Genau, ich setze jetzt Zerschneider ein. Das ist... Das erscheint mir sinnvoll. Ich meine, dachte schon, ich hätte jemandem keinen Spitznamen gegeben. So, dann auf nach Arena Land. In Arena Land gibt es Zuckerwatte. Und deswegen fahre ich jetzt nach Arena Land. Denn ich mag Zuckerwatte. Ja, Zuckerwatte. Hallo, Typ da. Ah, diese Arena Leute, du meinst, wir müssen dringend weg, weil irgendwas vorgefallen sei. Ja. Du trägst eine Sonnenbrille. Wenn es dunkel wird. Du bist sehr intelligent. Wenn du willst, kannst du ihn ja suchen. Was, Arti ist schon wieder verschwunden, bla bla bla, ist mir egal, ja, sei ich leise. Himpf, ja, Himpf, ich himpf dich auch, Himpf, Himpf. Team Plasma hat sich doch vor 2 Jahren aufgelöst oder so, nein, hat es nicht. Es hat niemand gesagt, dass sich Team Plasma aufgelöst hat. Du löst dich doch nicht einfach in Luft auf. Haha, Wortwitz. Ja. Du weißt, wo sie sein könnten? Ich auch. So ein Abfluss wie die. Bestimmt. Im Abfluss. Und genau da werde ich jetzt nachgucken. Maus aus Bild. Nein, hier wollte ich nicht hin. Aber ich spreche euch mal an. Oh ja, schön. Victini. Oh Gott, nein. Hilfe. Ich gehe jetzt ganz schnell weg. So. Ich frage mich gerade, ob ich die Dingens hier gewendemeist habe, die stehenden Pokémon. Das fände ich nämlich ziemlich lustig, wenn da so N am Ende ankommt. Nicht auf seinem, das ist Schwarz 2, nicht auf seinem Reshiram, sondern auf irgendwie einem Karpador angeflogen kommt. Das fände ich ziemlich lustig. Ja, ja. Auch das ist der Eingang zur Kanalisation. So klar, sag ich doch.
Irgendwo ein Abfluss. Hast du Team Plasma gesehen? Nein, habe ich nicht. Ja, du rennst jetzt einfach in die Kanalisation rein. Da darf ich auch noch ein Pokémon fangen. Ja, Pokémon fangen! Kann ich hier oben Pokémon finden? Ich finde es nämlich nicht so toll, wenn... Nein! Nein. Also kann ich hier oben anscheinend keine Pokémon finden. Dann okay. Ich wollte den Pokémon fangen und das geht so schlecht, wenn wir zu zweit sind. Schade, ich habe gehofft, dass wir... Männchen oder das Weibchen? Ich würde mir das Männchen holen, weil ich da einen Spitznamen weiß. Und außerdem haben sie da ziemlich merkwürdig die Augenfarben gewechselt. Das tun sie immer noch. Okay. Erledigt das Weibchen. Nein, nicht das Männchen. Das Weibchen. Genau deswegen hasse ich es, wenn wir zu zweit kämpfen müssen. Das macht nicht. Ich wechsle auf. Verdammt. Auf wen soll ich wechseln? Capnapper ist noch so schwach. Und der hat... Sharon hat einen Barschuf Level 20. Mann. Das Apokalypse hätte jetzt K.O. gehen können. Okay, ich will jetzt niemanden erledigen. Also werde ich jetzt einfach Pulverschnee einsetzen auf beide. Gut. Gut, du kannst das Männchen fangen. Wenn ich nicht zu viel Schaden auf ihn mache mit Pulverschnee. Komm schon. Komm schon. Gut. Ja, ist mir egal, was mit dem Tastenflug. Oh, jetzt heile dich doch nicht. Oh. Oh, das ist ja wenig. Das ist wenig. Damit kann ich arbeiten. So, Bälle. Bälle. Superball. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Wir haben nur einen Versuch, ansonsten tötet er dich, Apokalyp. Okay, ich krieg keinen Apokalyp. Kein Pokémon für mich. Schade. Schade. Und jetzt merke ich hier, es gäbe hier voll coole Pokémon außer Apokalyp und ich habe hier einfach nur so verdammte Apokalyp ins Gesicht geworfen bekommen. Ist da wer? Ja, da ist ja wer. Kann ich gegen die Fan. Ja, hier hätte es cooles Zeug gegeben. Morabel! Ich bin immer noch kein Fan der dritten Generation, aber egal. Morabel! Und mit dieser Einstellung, dass ich kein Fan der dritten Generation bin, bin ich wahrscheinlich der einzige Mensch auf der gesamten Erde. Und das macht mich cool. Oh, Kacke. Oh, das ist wenig Schaden. Morabel besiegen. Ich brauche das Level. Hätte ich ein Pflanzen-Pokémon, wenn die ganz schnell K.O., aber ich habe kein Pflanzen-Pokémon. Und die Frage ist, warum habe ich kein Pflanzen? Oh Gott, warum? Super Trank. Capnapper, du bist viel zu schwach. Vor allem vom Level. Ich hätte doch bestimmt was Stärkeres kriegen können. Oder Capnapper mit ein paar Level höher. So. Damit ist der Galopperfluss auch weg. Das gibt EP, das gibt kaum EP. Mann. Wieso gibt das so wenig EP? Ich hätte viel mehr EP brauchen können. Ja, ja, EP, EP. EP sind cool, EP. Tötet das Murabil. Haha, Murabil. Geh weg, Murabil. Bodycheck. Aha. Das tat weh. Aha. Und ich krieg keinen Rückstoß ab und jetzt werde ich gleich geheilt. Capnapper erreicht Level 15. Capnapper, los, lerne eine coole Attacke. Dann schlage ich dich. Spaß kann. Ich sagte eine coole Attacke. Nicht so ein Scheiß. Das senkt Angriff und Verteidigung. Immerhin besser als Rutenschlag. Auch wenn ich mir sicher bin, dass ich Spaßkanone nie einsetzen werde. Nie. Dann gehe ich eben weiter, wenn da unten nur Murabel auf mich wartet. Das passiert mir jedes Mal. Immer wenn ich zu diesem Item gehen will, springe ich irgendein Pokémon an. Und dann ist es auch noch so ein Mist hier. Synchron werfen. So. Erstaune. Apokalyp.
Oh Mann, auch das kann dauern. Oh Gott, das ist mir zu viel Damage. Kann meiner das Apokalypta wegnehmen? Dann weiß ich wenigstens, dass in diesem Zug kein Schaden mehr reinkommt. Komm schon, Treff. Ja, oder greife ich den an. Damit habe ich auch kein Problem. Dann soll ich die nächste Runde ja überleben. Erstauner! Was soll das hier? Du warst noch nicht dran. Och nö, ich wollte Apokalypse erledigen. Barschuft, erledige du doch Galapafloss. Mann, ich habe übrigens einen Shiny Barschuft auf Y und ich bin stolz darauf. Wie, kein Mensch benutzt Barschuft. Das ist mir doch egal. Ich habe einen Shiny Barschuft und ich werde es benutzen. Weil es ist Shiny Barschuft. Es ist Shiny. Ich muss es benutzen. Jetzt setzt der Hausbruch ein, bestimmt nicht. So. Wie ich einfach mit Catnapper nichts machen kann. Ich bräuchte irgendwie eine Kampfattacke oder so. Das wäre cool. Oder Barschuft macht es. Level 16. So, jetzt hebe ich noch das Item auf. Ein Krummlöffel. Und mit diesem epischen Fund beende ich den Part. Ja, und Paragon tut es leid, dass ich den Part beenden muss. Ciao.